Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Was ich euch heute hier mitgebracht habe, ist ganz klar, wir haben wieder Sonntag. Ich habe euch einen weiteren Teil meiner Sammlung mitgebracht, den ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar geht es heute um das Set Schwarz-Weiß, überschrittene Schwellen. Und mittlerweile ist das hier, glaube ich, der 15. Teil von meinen beiden Videos, die ich euch zeige. Und ja, letzte Woche haben wir uns Hoheit der Drachen gewidmet. Dort haben wir zum Beispiel Karten gesehen wie Rayquaza EX und Giratina EX, die das erste Mal so ihren Print fanden und vor allem auch als Drachentyp. Denn der Drachentyp wurde in Hoheit der Drachen eingeführt und nun geht es hier weiter mit überschrittenen Schwellen. Mal sehen, was für Drachen-Pokémon hier in diesem Set noch auf uns warten. So, dieses Set umfasst über 150 Karten, also 149 plus Secret Rare Karten. So, und dann sehen wir hier Miraplan, Duflor und Giflor. Giflor ist holographisch. Ich habe mich dazu entschieden, wieder das Licht anzumachen, da einfach dann der Holo-Effekt besser zum Vorschein kommt. Auch wenn das dann teilweise reflektiert, aber ich zeige euch die Karten ja so auf eine Art und Weise, dass sie nicht reflektieren. So, dann haben wir hier Blubella, Tangela, Tangolos, holographisch, Sichlor, Scaraborn und Celebi EX. Celebi EX ist ziemlich cool. Und zwar hat es die Fähigkeit Zeitraffer. Jedes deiner entwickelten Pokémon kann die Angriffe aus vorangegangenen Entwicklungsstufen verwenden. Du benötigst dazu die für jeden der Angriffe erforderlichen Energien. Das bedeutet, das ist ein bisschen so wie Schrein of Memories, beziehungsweise Schrein der Erinnerung. Das, was wir jetzt in der XY-Rotation gekriegt haben, die Stadium-Karte. Diese Fähigkeit ist im Prinzip dasselbe. Windbesen zieht leider nur 60. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Ja, ist so mittelmäßig. Braucht man leider nicht unbedingt. Ja, also heutzutage auf jeden Fall überholt das Celebi EX. Damals wurde es vielleicht wegen seiner Fähigkeit gespielt, aber heutzutage haben wir die Stadium. Da brauchen wir das dann nicht mehr so auf diese Art und Weise. Hier haben wir ein Shaymin als Sternkarte und dann daneben Serpifeu, Ephoserp und Serpiroyal. Serpiroyal als holographische Karte. Das Muster kommt sehr gut raus, verbunden mit Tageslicht und Lampe. So, dann haben wir hier Wurmball und Elfang, Lilminip und Dressella. Dann hier unten Glumanda, Glutexo und Glurak hier oben. Sehr genial, wie das aussieht. Sehr coole Glurak-Karte. Hat 160 KP und kann 150 Schaden machen. Nicht schlecht, was will man mehr? Hier dann ein Kamerupt und Victini, Floink, Verkokel, Flandirex, holographisch, dem Schwarz-Weiß-Holo-Muster, was mir nicht ganz so gefällt. Ich finde sogar das XY-Holo-Muster besser, obwohl das nicht so einfallsreich ist, aber irgendwie ist das trotzdem cooler. Dann hier Flampion, Flampivian, Shigi und Shillock. Und was darf dann nicht fehlen? Natürlich Turtok. Turtok haben wir auch in diesem Set. Sehr cool. Das ist auch dieses mit dieser Fähigkeit Sinnflut. Beliebig oft während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Wasserenergiekarte von deiner Hand an eins deiner Pokémon anlegen. Also man kann alle Wasserenergien abwerfen. Eine sehr nützliche und gute Fähigkeit. Enteron und Enteron, Merrill, Azumarill, Botogel, Otaro, Zwotronin und Admurai. Sehr cool. Dann Picolente, Svarones, Quabbel, Aqualotyp und Frigometri, Keldeo, holographisch. Und Keldeo Stern.
Und hier natürlich Keldeo EX. Ihr seht schon, das hier ist auf jeden Fall das Set von Keldeo. Das ist eins der Hauptmaskottchen dieses Sets. Auch auf den Booster Pack Artworks drauf gewesen und so weiter. Sehr cool. Keldeo EX ist sogar eine sehr beliebte Karte gewesen zu der Zeit. Heutzutage auch eventuell noch im Expanded Format. Keldeo EX hat nämlich die Fähigkeit Hereinstürmen. Sehr gut. Und zwar einmal während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, dieses Pokémon gegen ein, also gegen dein aktives Pokémon, eintauschen. Beziehungsweise austauschen. Das ist also sehr gut. Das heißt, wenn sich das aktive Pokémon von dir in einer brenzlichen Situation befindet, vorne, dann einfach diese Fähigkeit einsetzen und Keldeo eilt zu Hilfe und stürmt herein. Genau, das ist im Prinzip so die Fähigkeit. Mystoschwert zieht 50 plus. Mystoschwert macht, dieser Angriff fügt 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon angelegte Wasserenergie zu. Also kann dieses Pokémon schon ordentlich Schaden machen, umso mehr Wasserenergien auf ihm liegen. Das kann dann so unendlich hochgehen. Und deswegen ist es auch gut kombinierbar mit diesem Turtok, da man dadurch Wasserenergien ablegen kann. Nicht schlecht. Pikachu, Voltoball, Elektroball, Electek und Elevoltek, holographisch. Dann hier oben Lampi, Elezeber und Zebritz. Sehr cool steht Zebritz, auf jeden Fall dieses Holo-Pattern. Dann Voingenau, Spoink, Groink, Zwielicht, Zwirklo und Zwierfinst haben wir hier. Zwierfinst auch sehr cool und ziemlich spielstark. Eine Holo-Variante. Da wir irgendwann im Laufe meiner Präsentation hier, also der Sammlungsvideos, hier nochmal einen Reprint von kriegen, werde ich da nochmal genauer drauf eingehen. Hier haben wir Glibunkel, zweifach Toxiquack, Cresselia EX. Cresselia EX leider nicht so spielstark. Und zwar mit der Fähigkeit Glitzerteilchen. Heile zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen den Zügen 10 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Das ist ganz okay als Fähigkeit. Psychoschützer zieht aber leider nur 90 für enorme Energiekosten. Und während des nächsten Zuges deines Gegners hat dieses Pokémon keine Schwäche. Das ist ein ganz netter Bonus, aber das wirkt ja nur, wenn es gegen Psycho-Pokémon kämpft. Somnium, Symbolara, Flecknoil, Fletiamo, Toxipet, hier oben Rollum, Serapendra. Serapendra ist mal wieder eine Holokarte. Wie ihr sehen könnt. Dann Hypnomorba und Molimorba und Hypnomorba. Hypnomorba ist ja die Entwicklung. Und hier seht ihr ein Meluetta in Holo. Das ist, glaube ich, auch die erste Meluetta-Karte, die es jemals gab. Hiermit wurde quasi auch Meluetta vorgestellt. Sehr cool hier mit diesem Mond im Hintergrund. Dann Sandama, Skorgla und Skorgro, auch holographisch. Makuhita, Knackleon, Litomit und Castellit. Castellit auch holographisch, sehr cool. Linfo und noch ein Linfo. Vishu und Demeteros EX. Demeteros EX ist sehr cool. Finde ich eine der besten EX-Karten aus diesem Set. Ich werde mal die Angriffe vorlesen. Hammerkopf für eine Kampfenergie. 30 Schadenspunkte macht dieser Angriff. Dieser Angriff fügt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Das bedeutet, dass Demeteros EX ein geschwächtes Pokémon des Gegners zum Beispiel sofort ausnocken könnte mit nur einer Kampfenergie. Deswegen wurde diese Karte früher sehr oft so gespielt und war sehr beliebt. Mach dich vom Acker, ist dieser Angriff hier unten, zieht 80 plus. Du kannst alle an dieses Pokémon angelegten Kampfenergien auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, fügt dieser Angriff 70 weitere Schadenspunkte zu.
Also 150. Das ist schon nicht schlecht für diese paar Energiekosten. Und man muss im Prinzip nur zwei oder so ablegen. Und dann kann man wiederum das kombinieren mit dem Demeteros aus Fliegende Fäuste und quasi wieder Energie, die auf den Ablagestapel liegen, an dieses Demeteros auf der Bank anlegen und es damit aufladen. Das ist also nicht schlecht. Das ist ganz gut. Hier Cleopatra, sogar holographisch. Selten, dass man ein holographisches Artwork von Cleopatra kriegt. Ich glaube, das ist sogar fast das Einzige. Ich kann mich gerade nicht an ein anderes erinnern. Dann haben wir hier Skaluk und Gryfeldes. Und Xerox Holo. Auch eines der wenigen Xerox Prints, die wir bekommen haben. In Schwarz und Weiß, in diesen ganzen Serien, Schwarz und Weiß Serien, haben wir, glaube ich, nur dieses Xerox als Xerox Print gekriegt. Und natürlich jetzt endlich in den X und Y Rotations wieder. Bei uns in XY Turbo Fieber haben wir natürlich Xerox EX und Mega Xerox EX gekriegt, was natürlich sehr cool ist. Panzer Aeron haben wir zwei Varianten. Klick, einfach so einsam, ohne die Weiterentwicklung. Vibrava und Libeldra, holographisch, auch sehr schönes Artwork, finde ich. Cooles Holomuster. Und hier sehen wir dann die restlichen Maskottchen des Sets. Und zwar das schwarze Kyurem und weiße Kyurem. Und das schwarze Kyurem EX und weiße Kyurem EX. Ich lese ganz kurz die Effekte des schwarzen Kyurems vor, des EX Kyurems. Und zwar Drachenzahn. Wirf eine Münze bei Kopf, ist das verteidigende Pokémon jetzt paralysiert. Zieht 60 Schadenspunkte. Dann Frostvolt. Dieses Pokémon kann während deines nächsten Angriffs, während deines nächsten Zuges nicht angreifen. 150 Schaden macht dieser Angriff. Ist ganz okay, allerdings nützt es einem nichts, wenn schwarzes Kyurem nur alle zwei Züge angreifen kann. Deswegen muss man es dann, wenn man diesen Angriff einsetzt, auf jeden Fall irgendwie wieder zurück auf die Bank befördern. Da ein Zug ohne Angriff kein wirklicher Zug ist. Ist ein verlorener Zug. Weißes Kyurem EX hat dann den Angriff Drachenströmung, zieht 60 Schadenspunkte, wirf eine Münze bei Kopf, eine Basisenergiekarte von deinem Ablagestapel und lege sie an dieses Pokémon an. Das ist der Effekt. Das ist gar nicht so schlecht. Dadurch wird dann natürlich der Frosthauchangriff finanziert. Und zwar lege zwei an dieses Pokémon angelegte Feuerenergien auf deinen Ablagestapel. Das verteidigende Pokémon ist jetzt verbrannt. Das ist auch nicht schlecht. 150 KP zieht dieser Angriff. Und wenn man es irgendwie schafft, viele Energien auf dieses weiße Kyurem EX zu legen, dann ist das natürlich sehr gut und auch sehr gut spielbar. Heutzutage natürlich etwas überholt durch die EX-Karten, die wir jetzt so alle gekriegt haben in den XYZ. Hier Radfratz, Radikal, Mauzi, Porenta, Ditto, damals eine sehr beliebte Karte. Hier Relaxo, Togepi, Dumisel und Schwalbini, Eneko und Enekoro, Pandir und Haspiror und Schlappohr. So, hier haben wir dann Nagelotz, Kuckmada, Yorklef, Terribak und Bisbak. Bisbak in Holo. Dann Dusselgur, Navitaub, Fuzzlesnob, Ordoch. Hier Aventura City Arena. Energiesuche, Superball, hier unten Matisse, Pokéball, Trank, Beulenhelm, Geraldine, wovon wir in Turbostart ein Reprint gekriegt haben, und Tausch, wovon wir immer wieder Reprints kriegen, genauso wie auch von Trank. Ja, aber Geraldine jetzt sogar als Full Art in dem neuen Turbo Fieber Set, wie genial. Genau, das sind diese Trainer. So, dann hier Karte und ihr seht schon, jetzt geht's ab. Hier haben wir Computersuche, eine Ace-Spec-Trainerkarte. Ich meine, das ist das erste Set, was Ace-Spec-Trainerkarten eingeführt hat. Man darf nur eine dieser Ace-Spec-Karten im Deck haben, nur eine einzige Ace-Spec-Karte. Das heißt, wenn man Computersuche im Deck hat, darf man keine andere im Deck haben.
Und auch nur ein Exemplar davon, weil die ebenso spielstark sind. Computersuche, lege zwei Karten von deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Wenn du keine zwei Karten auf deinen Ablagestapel legen kannst, kannst du diese Karte nicht spielen. Durchsuche dein Deck nach einer Karte und nimm sie auf die Hand. Mische dein Deck anschließend. Das ist im Prinzip ein universeller Hyperball. Und zwar für jede einzelne Karte, die du im Deck hast. Es ist ganz egal, es kann eine Supporterkarte sein. Es kann eine Item-Ausrüstungskarte sein, ist egal. Man kann sich alles raussuchen. Deswegen ist das auch die beliebteste Ace-Back-Karte und die am liebsten gespielteste Ace-Back-Karte. Das ist Computersuche. Kristallklinge. Wenn diese Karte an ein weißes Tyram EX angelegt ist, fügen alle Angriffe dem aktiven Pokémon 50 weitere Schadenspunkte zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Das ist natürlich sehr cool. Also ausgerüstet mit einer von diesen Ace-Back-Karten hier, also Kristallklinge, ist auf jeden Fall für das weiße Kyurem gedacht, ist das natürlich sehr powerful. 50 Schadenspunkte mehr machen ist cool. Es geht aber, ist halt nur nützlich für wirklich Decks mit dem weißen Kyurem EX. Das Kristallschild, wenn diese Karte an ein schwarzes Kyurem EX angelegt ist, verfügt es über 300 Grund-KP. 300 Grund-KP, also 120 mehr KP kriegt es. Richtig wahnsinnig. Also ihr merkt schon, es ist schon berechtigt, dass man nur ein Exemplar dieser Ace-Back-Karte im Deck haben darf. Goldtrank, heile 90 Schadenspunkte bei deinem aktiven Pokémon. Das ist natürlich auch sehr cool. Die sehen auch cool aus, vom Artwork und Holo-Muster, finde ich schon. Celebi EX Full Art, die Effekte habe ich ja vorhin schon erklärt. Sehr cool. Also wenn ihr die Effekte nochmal hören wollt, schaut euch das gesamte Video an. Celebi EX, sehr cool. Hier Keldeo EX. Diese Full Art Muster sind einfach nur genial. Diese, die da so eingestanzt worden sind, diese Rillen. Dann Cresselia EX und Demeteros EX Full Art. Sehr cool. Und hier oben das schwarze Kyurem EX Full Art und weiße Kyurem EX Full Art. Sieht total cool aus, die beiden Karten nebeneinander. Die sehen so aus, als würden sie sich gegenseitig bekämpfen. Also schon ziemlich cooles Artwork. Ich mag das von Celebi irgendwie nicht ganz so. Celebi sieht da so ein bisschen creepy aus. Ansonsten sind die alle eigentlich ganz gut. Aber das ist schon ziemlich genial, die beiden. Sorry, ganz kurz. Als ich hier so von den schwarzen und weißen Kyurem EX geschwärmt habe, ist mir irgendwie die Kamera ausgegangen. Der Speicher war irgendwie voll. Deswegen habe ich mal eben alles runtergezogen und nochmal neu angesetzt ab hier. Also, das schwarze und weiße Kyurem, einfach genial. Super cooles Artwork. Wie gesagt, echt cool. Und dann haben wir hier natürlich auch einige Trainer-Full-Arts. Und zwar in diesem Fall Bell. Hier. Und zwar der Effekt, ziehe so viele Karten, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Das kann diese Supporter-Karte. Charon ist einfach der Effekt, ziehe 3 Karten. Und Geraldine, durchsuche dein Deck nach einer Trainerkarte, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische dein Deck anschließend. Also eine sehr nützliche Supporterkarte, die Geraldine auf jeden Fall. Welches Artwork mögt ihr lieber? Mögt ihr lieber das Artwork aus Überschrittene Schwellen oder aus XY Turbofieber? Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne unter die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Ich persönlich mag, glaube ich, das aus Turbofieber etwas lieber. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Das haben wir auch in unsere Displays gezogen. Nur so als kleiner Spoiler. Dann Golgantis Shiny haben wir hier. Mit dem Rückentwicklungshieb. Macht 60 Schaden. Und rückentwickle das verteidigende Pokémon, dein Gegner nimmt die höchste darauf liegende Evolutionskarte auf seine Hand. Das ist natürlich ziemlich cool.
Das ist ein sehr cooles Golgantis, ja. Also, wenn man es rückentwickelt, es kann ja sein, dass Schaden schon drauf liegt auf dieser entwickelten Karte, auf diesem entwickelten Pokémon. Und wenn man dann diesen Angriff einsetzt und es sich rückentwickelt, hat es eine geringere maximale KP-Anzahl und dadurch kann es dann direkt schon K.O. gehen. Und Geisterhammer, etwas hohe Energiekosten. Während des nächsten Zuges deines Gegners hat dieses Pokémon keine Schwäche. Das ist im Prinzip sehr ähnlich mit dem Cresselia. EX, gleiche KP-Anzahl, weg nur ihr. Er braucht hier eine Colorless und er eine Psycho. Also da tut sich das nicht viel, da würde ich dann auf jeden Fall eher auf Golgantis umsteigen. Da mit diesem Rückentwicklungstyp da auch noch eine höhere Variabilität drin ist. Also Golgantis Shiny, sehr gut, würde ich sagen. Meistens kriegen auch nur Karten Shiny Reprint, die irgendwie gut spielbar sind. Deswegen, daran sieht man auch so, die Karten, die waren damals auf jeden Fall irgendwie relativ gut angesehen. Und deswegen haben sie einen Reprint gekriegt, da die original aus vorherigen Sets eigentlich stammen. Dann hier haben wir Terrakium Shiny, auch eine sehr coole Shiny-Karte. Mit dem Angriff Heimzahlung zieht 30+. Falls eins deiner Pokémon während des letzten Zuges deines Gegners durch Schaden eines gegnerischen Angriffs kampfunfähig gemacht wurde, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. Also potenzielle 90. Das ist für ein Basis-Pokémon mit zwei Energiekarten schon ganz gut. Und zur damaligen Zeit war das sehr gut. Und Schollenbrecher zieht 90 für 3. Dann haben wir da Altaria Shiny. War sehr gut in den anfänglichen Drachendecks, auf jeden Fall, dieses Altaria. Und zwar mit der Fähigkeit Angriffsserie. Oder? Da steht, glaube ich, Sarie. Vielleicht ist das ein Fehler. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein... Hier steht tatsächlich Angriffsarie. Genau, Angriffsarie. Gut. Die Angriffe deiner Drachen-Pokémon fügen den aktiven Pokémon 20 weitere Schadenspunkte zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Das heißt, 20 mehr Schaden macht jedes deiner Drachen-Pokémon, dem gegnerischen Pokémon. Das kann man also sehr gut mit einigen Karten kombinieren. Dieses Altaria ist wirklich genial. Und Gleiten, sehr hohe Energiekosten für nur 40 Schaden. Also das ist eher so ein Bankwärmer, das Altaria auf jeden Fall. Ich liebe diese Shiny-Muster, die sind echt sehr cool. Dann haben wir hier noch Beulenhelm. Beulenhelm ist eigentlich einer meiner Lieblingsausrüstungskarten gewesen zur damaligen Zeit. Und zwar, wenn das Pokémon, an dem diese Karte angelegt ist, dein aktives Pokémon ist und es dadurch durch einen gegnerischen Angriff Schaden erhält, auch wenn dieses Pokémon kampfunfähig wird, lege 2 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Also immer wenn dich der Gegner angreift, werden 2 Schadensmarken auf das gegnerische Pokémon gelegt und es schadet sich damit quasi selbst. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, diese Mechanik. Platzballon hat das jetzt auch. Allerdings verschwindet diese Ausrüstungskarte danach auch sofort wieder. Aber das gibt dem Ganzen irgendwie noch eine ganz andere Dynamik. Also ich glaube, Platzballon in Turbofieber ist sehr nützlich. Das wäre es auch schon mit diesem Set. Sehr genial. Ja, und das wäre es auch dann im Prinzip mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch sehr gefallen hat, dieses Set euch anzuschauen. Überschrittene Schwellen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Plasma Sturm. Die ersten Plasma-Sets sind es dann. Und seid gespannt, was da so alles auf euch zukommt. Es sind richtig coole Sets, wo richtig coole Shinies drin sind. Auch alte, große Bekannte. Ich will da nicht zu viel verraten. Also nächste Woche solltet ihr auf jeden Fall einschauen. Plasma Sturm ist ein hammermäßiges Set. Das hier ist aber auch mindestens genauso gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und alles Mögliche öffne, euch einen Teil meiner Sammlung zeige
und auch bei den weiteren Display-Openings, die jeden Freitag erscheinen. Viel Spaß auch weiterhin wünscht euch euer Pokémaniac. Bis dann!